Hallo meine Freunde, willkommen zurück in New World. So, jetzt habe ich das Mikro falsch gehabt. Passt, jetzt geht's wieder. Also wir sind noch immer bei dem bei der Mission hier Wildschwein erlegen. Das heißt, das werden wir jetzt mal machen. Das ist das, ich habe jetzt gerade mit meinen Kollegen da quatscht. Ich habe die jetzt ausgeblendet noch, weil zwecks Erklärung von Attributen und so geht es wahrscheinlich so schneller. Werden wir jetzt mal kurz stehen bleiben, damit wir da nicht reinquatscht haben. Nachher sind sie da dabei, sobald sie online sind. Klarerweise der Puffy und der Timmy. Also, wir haben jetzt hier 4 Attributspunkte. Das wäre hier Stärke. Also, ihr seht es hier, Waffen. 85, die Stärke von, geht bei der Waffe, geht die Stärke hoch. Bei der Geschicklichkeit bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, was genau das macht. Ich vermute mal, ich vermute gar nichts, ich habe keine Ahnung. Aber das Wurscht ist, Intelligenz brauchen wir nicht. Primärattribut für Lebensstab. Primär für Gesamtgesundheit. Also wir werden es wie immer machen. Wir haben mal 2 in Stärke, 2 in Gesundheit. Geschicklichkeit muss ich mal durchlesen, was das Stat eigentlich jetzt kann, genau. Das weisen wir jetzt mal zu. Mehr Damage ist immer gut. Aber ich habe so die Vermutung, wenn die Geschicklichkeit hier auch mit 5 nur angegeben, aber das ist pach. Das Stat-Erklärung wäre mal gut. Da werde ich mich informieren mal, was genau das macht, aber das schauen wir mal. Ah, da ist ein Wildschweinchen. Komm her. Jawohl. So, heute das Wildschwein folgendes zu haben, zu sammeln. Adpog T1 Mastername. Warum auch nicht? Das aufnehmen. Pfeile. So, du musst mal häuten. Das Häutemesser habe ich angelegt mit Doppelklick. Er braucht eine Weile. Wäre jetzt natürlich noch cooler, wenn das Spiel jetzt aus einem Schwein wirklich mehr rausholt als ein Fleischstückchen. Naja, 2. Sind ja auch schon was. Haben wir noch was? Da liegt auch einer rum. Kann ich das nicht? Wahrscheinlich da rum. Ah, oh ja, so geht's. Häut man das gleich mal mit. Ich bin so gehypt von dem Game. Das ist so unglaublich. Ich weiß aber auch nicht, warum genau. Aber ich bin einfach vollgas gehypt. Koche am Lagerfeuer. Kann ich da runterfallen? Ja, kann ich. Kann ich sterben? Jetzt nicht. Oh, was haben wir hier? Busch. Busch gibt Holz. Sehr schön. So. Koche am Lagerfeuer vom rechteren Lynch. Eine kleine Ration aus der Kategorie Gesundheitserholung. So, erlernt Waffen. Wie kann man hier filtern? Vorhandene Materialien. Stufe sortieren. Kategorie. Erholungsessen. Das Kategorie Gesundheitserholung heißt anscheinend auch nicht wirklich, aber ist wurscht. Kochen wir das mal. Das Coole ist, er zeigt es anscheinend zuerst an und mit einem Klick macht das dann. Machen wir genau was, wir haben mehr. Das war in Warcraft immer so cool, wenn man so richtig ewig gewartet hat, bis was gecraftet ist, hat man ein bisschen mehr Ruhe gehabt, aber das ist wurscht, brauchen wir jetzt hier nicht. Wir können hier auch problemlos einfach schnell vorankommen. Geh weiter. Hemd des Duellanten. Korrekt. Jetzt bekomme ich auch Hunger. Du kannst dir nun jedenfalls selber Essen zubereiten. Hab ich. Du solltest baldigst der Siedlung Erstes Licht einen Besuch abstatten. Aber zuerst wartet hier noch etwas Arbeit auf dich. Der Sturm bestand aus Verderbnis. Das reine Böse. Er zerstört jedes Schiff, das sich nähert oder fliehen will. Aber der heutige Sturm war schlimmer als alle zuvor. Dein Schiff war eins von vielen, die zerstört wurden. Wir müssen sie alle überprüfen. Ja, was suchen wir? Es ist Tradition in Erstes Licht, alle Schiffswracks an der Küste zu erfassen. Eine Art Mahnwache. Nun los, suche nach Überbleibseln, die du mitnehmen kannst. Pass auf, wenn du auf Verderbnis stößt. Halte dich davon fern.
Nein, ich bring's um. Nein. Suche auf Schiffswracks nach Aufzeichnungen und Überresten. Das schaut gut aus. Ich hätte gerne auch so ein Symbol irgendwo. Huh. Jetzt bin ich schon kräftig, oder? Kann ich noch was machen? Nee, kann ich nicht. Ne, warte mal, was sind denn die Fähigkeiten? Da kann ich nichts machen. Ah, Fähigkeiten sind Berufe. Waffenschmied, Rüstungsschmied, ich werde auf einmal Waffen- und Rüstungsschmied, wenn es geht, machen. Hier müssen wir noch ein bisschen kämpfen, dann kann man noch was dazu nehmen. Vielleicht die Taste unbedingt. Von R auf meine Daumentaste. M. Ah, hier sehen wir das. Die drei da hier, ne? Dann gehen wir mal daher. Kann ich nicht hauen. Vorratslager. Beschaffe die Besatzungsliste. Schiffsmanifest. Logbuch. Schauen wir mal, was wir da finden. Sieht gut aus. Okay. Besatzungsliste haben wir. Was ist denn das Fragezeichen da drin? Unentdeckte Landmarke. Ah! Sackratte. Ich hätte gern eine Minimap. Das muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich wirklich gern. Aber man trifft alle vor einem. Das ist auch geil. So, jetzt gehe ich da mal weg, weil da wird es gerade ein bisschen komisch. Da nach drüben. Haut's beide her, komm. Jawohl. Feuerstein! Wo renn ich hin? Da irgendwo soll das jetzt sein? Hier? Ah, leuchtet eh. Danke. So, und das Material ist dann da lang. Also wirklich, grafisch alles top. Alles top in dem Game. Ich weiß, ich überschütte das gerade mit Lob, aber es ist halt einfach geil. Es macht einfach Spaß, es macht Laune. So. Suche nach Schiffs auf dem Schiffsfahrt nach Aufzeichnungen und Überresten. Mal in die Richtung da. Bisschen ausweichenderweise. Das findest du jetzt auch noch. Suche den Schiffsspind auf dem Wrack der Kümmerschnitzer. Okay. Alleine schon, dass ich da hüpfen kann, finde ich cool. Und klettern. War ich. Na. Na. Leute, ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Meter in die Richtung. Sicher andere Kisten. Ah, hier. Noch irgendwas? Kollege hat mir gesagt, geh auch irgendwo anders hin, such was anderes auch. Na, schlag her. Also während ein Blocken ein Schlag aufladen geht nicht. Das macht aber gar nichts. Tschüss.
Ich drehe durch. Ich kann auch während dem Laufen essen. Sammle am Heck folgendes: Chipsflag und Chipsflag. Heck und Bug. Das dürfte da vorne sein. Ey, was ist mit dir? Vorratskiste. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich da eigentlich mitnehme. Das ist schon wieder so. Das ist schon wieder jetzt so richtig so. Alles mitnehmen. Und dann, wenn man zu Hause ist, alles anschauen. So, jetzt müssen wir noch das Heck nach hinten. Aber ich finde die Steuerung wirklich so geil, dass man da einfach so ein bisschen klettern kann und nicht alles so, ja, da ist eine Tür, geh durch, Warcraft-mäßig. Wo soll da was sein? Machen die das? Ah, hier. Sprich mit Nora. So, jetzt schauen wir, ob wir Fall Damage kriegen. Ja, aber nicht wirklich viel. Minimal. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Nora, wo bist du? Da vorne. Schiffsfrag. Ist eigentlich irgendwas mit dem Questlog oder so? Ah, du Sack! Ich glaube, hier sollte ich das nicht nachschauen. Was ist mit Setzfeldlager verfügbar? So, lassen wir mal kurz hier stehen. Schau mal, gibt es hier irgendwo Quests? Kompaniekarte? Zwei Attributen im Meisterschaftspunkt verfügbar. Tagebuch! Ist das jetzt irgendwie? Haupthandlung 1. Erstes Licht, sprich mit Nora. Okay, daneben Aufgaben haben wir da eh keine Stadtprojekt noch nicht. Okay. Ja, da. Brauchen wir ja nicht drüber nachdenken viel, oder? Waffenführung. So, haben wir hier wieder einen Punkt mehr. Physische verleiht 15% physische Rüstung. Das ist auch nicht schlecht. Außer Schaden wird um 15% verringert. Das ist mal wurscht. Erfolgreiche schwere Angriffe verleihen dir 5 Sekunden und 30% Ermächtigung. Ermächtigung erhöht den Schaden. Achillesferse. Letzter Angriff in einer Schlagserie. Leichter Angriff verursacht 2 Sekunden 20% verlangsamt. Das ist cool. Wirbelnde Klinge verursacht 10 Sekunden lang 5% aufgerissen. Aufgerissen verringert die Rüstung des Gegners. Das ist ein Rüstung zerreißen. Kann man das auch? Die Wahrscheinlichkeit für kritisch treffende Schwert steigt um 10%. Ein erfolgreicher treffender schweren Angriff. Crit! Brauchen wir nicht weiterlesen. Crit ist immer gut. Gebietsruf. Zugewinn, EP zugewinn, sammeln. Sammeln. Es ist, glaube ich, in jedem Gebiet, wo kannst du ein Gebiet aussuchen, ein Bonus fürs Gebiet selbst. Aber ich finde es so cool, dass es auch Nacht wird. Echt, ich. Na. Nein, nein, ich. Es wirkt schon so deppert, wenn ich so schwärme von dem Spiel, aber es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Was anderes kann man gar nicht sagen. So, sprich mit Nora Lynch. Ich werde mir dafür müssen dann wieder am Strand. Ja, die sehen gut aus. Du hast diesen Schiffen und der Sturm bei deiner Ankunft hat den Himmel blutrot gefärbt. Reine Verderbnis, wenn du mich fragst. Jawohl. Und die Verderbnis ist die wahre Bedrohung hier. Jede Spur davon ist eine Plage für unsere Siedlung. Ich fürchte, in der Tidenschluckhöhle halten sich noch Reste davon.
Was mit der Ausgabe haben sie alles draußen? Ich nur ungern, aber du scheinst zu wissen, was du tust. Zieh dich doch bitte dort um. Nimm dich aber in Acht. Da steht, ich stehe durchaus mein Mann, ja? Also die hat das schon ein bisschen umformuliert jetzt gerade. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Bergauf, darüber. Das kriegen wir hin. Okay. Da komme ich anscheinend Arsch rauf. Komme ich denn da jetzt hin? Na, der Eingang. Den Weg komme ich ganz woanders hin. Ich muss irgendwie, ich glaube, ich muss da hinten vorbei. Ja, da unten. Ich laufe in die falsche Richtung. Erneut! Wieso passiert mir das ständig im Spiel? Gut aus, ja. Muss ich da rundum laufen? Ich mag so ein Action-Kampfsystem. Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit. Ich meine, ein paar Sachen wirken hier schon noch so, zumindest in der deutschen Übersetzung, wie wenn dann die Übersetzung bis zum Release noch ein bisschen überarbeitet werden sollte. Aber das meiste läuft. Läuft gut. Auch die unfertigen Texte oben, teilweise weiß man genau, was man machen muss, weil eben dabei steht Ed irgendwas bla bla flupp hier, da, dort. Landkarte kartiert. Suche nach der Quelle des Verderbnisses. Ja, ich wette mit dir, da kommt mir jetzt eh keiner entgegen, weil eh schon alle da waren, alles umgebracht haben. Level 5! Was, du hast folgendes Freistand F1? F1 macht man gar nichts, ja? Ich weiß, ich mache das jetzt mitten hier, aber. Aber ich denke mal, irgendwas soll ich da machen. Gut, werden wir auch noch rausfinden, so ist es ja nicht. Aua! Trottel. Man kann das auch zum Tagebuch einfach hinzufügen. Cool. Zack. Aber es ist wenigstens so, dass man am Anfang nicht gleich drauf geht. Also, man kriegt hier schon Damage rein, man wird auch behakt von den Deppen hier, aber. Aber nicht irgendwie jetzt extrem, dass da gleich alles aus wäre. Ja. Lebensstab, Lebensstab. So wie Mastername, bla bla. Krieg ich da rein? Ja, wenn ich mich durchhack, komme ich rein. Besiege verderbter Vigilant. Bist du das? Was ist ein verderbter Vigilant? Das schaut nach einem verderbten Vigilant aus. Ja, ist er auch. Ich wette mit dir, ich wette mit euch, das Blocken muss man noch ein bisschen öfter mal einsetzen. Jetzt derweil ist es ziemlich blunzen am Anfang, da macht das nicht viel. Da kann man machen, was man will, glaube ich. Eigentlich ein Life-Rack eigentlich an normalen. Ja, habe ich. Sehr gut.
Lifesteal wäre cool auf der Waffe. Dann noch was zum Looten. Loot, loot, loot. Hey. Kann man hier auch rein? Läuft doch! Sprich mit Nora. Nora, mein Lieblingsmensch hier derzeit auf der Insel. Früher oder später, glaube ich, brauchen wir hier auch eine Gilde, dass wir hier mal vorankommen. Ach, also wenn es jetzt noch einen Random Dungeon Finder auch gibt, na, dann wäre er sowieso. K. Was können wir machen? Hello, hello. Hello. Ja? Hello, hello, someone here, hello, hello. Hello, hello. Wer ist es? Hello, hello. Ist wahrscheinlich. So. Weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt ja auch einen Ingame-Sprachchat, da ist vielleicht alle irgendwo einer unterwegs hier. Rumblättern. Muss ich mal noch mit den Einstellungen spielen, ob ich das jetzt zulasse oder nicht. Sollen wir den mal häuten? Fleisch schadet ja nicht, wenn wir mit haben. Fleisch ist immer gut. Fleisch schmeckt auch immer gut, von daher. So, dann werden wir sich jetzt mal die Punkte auf K nochmal anschauen. Beim Schwert können wir noch was machen. Zählt das nur fürs Schild? Nein, das zählt für allgemein, ne? Was haben wir hier? Du bewegst dich beim Blocken 30% schneller, ist auch nicht schlecht. Wenn du Angriff blockierst, steigt der Schaden für 20 Sekunden um 10%. Das ist aktiv gut, ja? Das wird mir eigentlich, was haben wir hier? Rückenstich. Hoppla. Achso. Hier noch so ein Schweinchen. Was haben wir hier? Ein Rückenstich. Ein Stichangriff, der 175% Schaden verursacht. Ja. Das ist cooler. Gefällt mir mehr. Und da würde ich jetzt gerne die Taste umlegen, weil F ist ja cool, R ist bei mir meistens so ein Reload. Ah, man kann ich die Taste hier umbelegen? Tastenbelegung. Wo ist R hier? Maustaste 4. Das ist der eine. Der andere. Weil ich wette mit dir, ich drücke 100 Mal auf Reload und im Endeffekt dann wollte ich vielleicht nur irgendwie nachladen oder so und springe einfach in der Gegend rum. Also wir machen das mit der Daumentaste. Das ist so cool. Vor allem mit den vielen Leuten hier. Mein Verdacht hat sich also bestätigt. Ja, hat sich. Kann diese Bedrohung nicht länger ignorieren. Wenn die Verderbnis am Strand Fuß fasst, dauert es nur wenige Tage, bis sie die Siedlungsmauern erreicht. Da hast du natürlich recht. Die Leute in der Siedlung sollten Vorbereitungen treffen. Das könnte echt ungemütlich werden. Die Wachtmeisterin sollte schleunigst davon erfahren. Ja, du hast mehr getan, als ich je von dir verlangen könnte. Gib Wachtmeisterin Oaks Bescheid. Danach solltest du dich ausruhen. Du hast es dir verdient. Okay. Öffne Karte, M. Personal Storage, Tags, Info. Schnellreise geht nicht. Sie müssen in die Richtung. Geh mal! Marschier mal los. Nein, warte. Nein. So schnell jetzt auch nicht. Jetzt gehen wir mal daher. Und wenn wir kurz schauen, wir können eine Bergbauhacke machen. Das werden wir jetzt mal herstellen. Bergbauhacke. Eine Erntesichel.
Eine Holzfällaxt. Alte Messerhammer und Angel, da brauchen wir Holz dafür. Fasern habe ich noch keine. Was ist das? Eine energiespendende kleine Ration. Was macht das? Steht das irgendwo, was das Ding bringt? Essen Rang 1. Verwendung. Stell für kurze Gesundheit wieder her. Die Gesundheitserholung wird beendet, sobald du Schaden erleidest. Stell für kurze Gesundheit wieder, sobald du Schaden erleidest. Verleiht eine geringe Steigerung der Mana-Erholung. Alle gekochten Nahrungsmittel verleihen Effekt belebt und verlangsam Gesundheitserholung. Ja, dann machen wir das. Wie viel können wir da machen? 3. Ratatam. Hat Rohstoffe? Nö, habe ich nicht. So, was kann ich noch machen? Gerade das Schwert brauchen wir es nicht. Leck mich am Arsch, da kann man viel machen. Eieiei. So, marschieren wir mal weiter. Was haben wir jetzt an Loot schon gekriegt? Oh, ich habe Äxte. Ich habe Äxte. Ich glaube sie gar nicht. So. Was haben wir hier jetzt? Ein Speer. Den brauche ich nicht. Ich mag Speere nicht. Kann ich nicht leiden. Was ist, wenn ich die Doppelklick? Der legt die wirklich als zweite Waffe an. So cool. Kann man das irgendwie vergleichen mit dem... Mit Alt kann man Chat verknüpfen, Lebensstab interessiert mich aber nicht, der Bogen wäre dann die zweite Waffe wahrscheinlich besser. Das Ding hat Rüstungswert 103 und 95 Damage. Axt, die ist aber urfett groß. Steht das da irgendwo dabei? Das hat mich damals schon gestört, dass nicht dabei steht, ob das zwei oder ein Hand ist. Was ist das jetzt so? Nein, ich mag das nicht. Das kann ich nicht leiden. Ich brauche eine kleine Axt. Sieht man das irgendwie an der Geschwindigkeit oder wie? Aber sonst komme ich da jetzt gar nicht weiter. Das kann ich mal alles anlegen. Das ist egal. Hammer. Der ist auch riesig. Eigentlich ist nur ein Schwert klein. Ja, bleiben wir mal bei dem. Die Kleidung hier. Nehmen wir mal das neue Hemd. Munition legen wir an, weil es wurscht ist. Dann ist es halt dort. Lösungsmittel. Das bringt mir nichts. So, aha. Okay, das ist das Quest-Item. Dann gehen wir weiter. Ist ja cool, ich habe 18 Pfeile. Man sieht es auch im Inventar da unten. Ich blöd, Alter, wirklich. Es ist wirklich so, wie wenn sich einer hingesetzt hätte und sich dachte, ey, ich mache jetzt mal das ganze Gute aus allen Spielen und das, ja, das lasse ich jetzt einfach mal. Das passt so. Das haue ich jetzt alles in ein Spiel rein. Da hat sich Amazon Studios wirklich was gedacht dabei. H, was kann ich mit H machen bei dem? Gruppe laden, Handel. Ne, kann ich nicht. Will ich jetzt nicht handeln mit dem. So, schauen wir mal, wo ist denn der Weg da? Führt eh der normale Weg dahin, dann gehen wir mal den Weg entlang. Lauf, Forest, lauf! Das Spiel wird noch so viel zu bieten haben, wovon ich jetzt noch nicht mal nachdenken kann genau darüber, weil ich das meiste nicht sehe, weil ich ja gerade am Anfang unterwegs bin. Aber ich glaube wirklich, das wird der Oberhammer. Also das wird echt der Oberhammer. Er hackt lange an einem Baum, aber ich glaube, da kommt viel raus. Schauen wir mal. Ein junger Baum. Es hätte ja auch ein alter sein können. Gott sei Dank ist ein junger Baum. Ist ja auch mal was, oder? Schauen wir mal. Das sind Früchte auch oben, optisch betrachtet. 26 Holz beim Baum. Ich meine, es ist schon sinnvoller, finde ich, so, als wenn ich da... Da liegt wer.
Es ist so, finde ich schon sinnvoller, weil als wenn ich jetzt 20 Bäume umhaue und überall ist ein Holz drin, da finde ich schon wesentlich sinnvoller, wenn ich da wirklich einen länger umhack und vor allem macht das von selbst. Man muss nicht klicken die ganze Zeit. Andere Spieleentwickler, bitte ein Beispiel nehmen, was ich mich an Survival Games teilweise blöd klick an solche Bäume. Na gut, andere Survival Games ist jetzt relativ, das ist ja kein Survival Game, aber was ich mich da teilweise blöd klickt habe, Mann, sowas. Interessant wäre es nur, wo die Fasern herkommen. Ich bräuchte auch noch Fasern. Ja, ich freue mich schon, wenn das Spiel endlich final released. Schau mal. Wenn ich mit dem Maus richtig was? Nee, kann ich nicht so wechseln. Eine kleine Hütte. Hier Loot irgendwo. Was kann man hier jetzt machen? Zu Tagebuch hinzufügen? Ja, das lese ich später. Oh, da gibt es CP dafür. Schon mal nicht schlecht. Das heißt, es zahlt sich sogar aus, wenn man das macht. Mal kurz da, Seilfänger. Noch nicht freigeschaltet, ich will ja nur was kochen. Ich auch noch nichts machen. Darüber müssen, weil das schon gut ist. Ja, ich kann da noch nichts machen. Leider, leider, leider. Aber ich find's cool, wenn die Leute das da stehen lassen und ich kann da dann mal rein. Dann kann ich ja theoretisch dann problemlos da immer was kochen, wenn man sowas findet. Und noch ein Wildschweinchen mit. Aber jetzt gehen wir mal unseren Brief ab. Und dann war's jetzt auch schon wieder mit dem Part. Dann werden wir hier ein bisschen rumrennen da und dann geht's weiter mit den normalen Missionen. Also mit den nächsten Missionen, ganz normal. Aber es wird dauern, bis sich vor alle abheben können, wenn man sich dann personalisieren können, ein eigenes Ding hat. Und jetzt da habe ich hier eine geile Stadt. Grundsteuer moderat 10%, Landsteuer 5%. Das auch irgendwo. Vielleicht das ist irgendwo nachschauen. Beatsruf. Respawn, Kakao lesen, Fraktionseinfluss. Charakter, oh. Ich weiß aber nach wie vor nicht, was das Ding da macht, Geschick, weil es nichts steht, aber. Bis deppert der Vergleich das mit allem anderen Inventar. Ich werde verrückt. Ich werd komplett deppert. Ich werde komplett deppert, dass das so geil geht. Wie gesagt, da hat sich jemand was gedacht. So ist es ja nicht. So, wo ist denn die Tusse? Da ist die Tusse. So bevölkert. Oben. Wenn ich mir das anschaue hier nur. Richtig schön bevölkerte Stadt. Es erinnert so an Warcraft. Ich hoffe, das bleibt in dem Spiel auch so. Weil es macht einfach Laune. Oh, haben wir noch was? Fügen wir zum Tagebuch hinzu. Eine Kiste. Ist eine Kiste. Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Na schön Ob für du nun dich. neu auf Eternum bist oder aus einer anderen Siedlung kommst, in erstes Licht bist du willkommen. Das ist nett von dir, danke. Oh nein, dann war der Sturm wirklich so schlimm, wie es den Anschein hatte. Der Bruchberg ist auch ausgebrochen.
Lynch sagte schon lange, dass der Tag kommen würde. Scheint so, als hätte sie recht. Okay. Schon komisch. Vor ein paar Jahren hat uns ein verrückter alter Mann vor der Verderbnis gewarnt. Aber von Träumereien einmal abgesehen, müssen wir uns sorgfältig vorbereiten. Oh, das ist Jahrzehnte her. Er war total durchgedreht, aber irgendwie auch liebenswert. Gerüchten zufolge soll er sich zurzeit in Königsfels aufhalten. Er ist bestimmt schon ein Verlorener. Zuerst würde ich eine Strategie ausarbeiten. Wir dürfen nichts überstürzen. Ich nehme an, du bist es, wie Wächterin Lynch in der Nachricht schreibt. Ja. Die Siedlung steht bereits tief in deiner Schuld. Falls du möchtest, informiere bitte Magistratin Bond darüber und dann gehe in den Gasthof. Wir brauchen alle mal eine Pause. Gasthof hört sich immer gut an. Aber ich bin schon weit über meiner Zeit von dem Let's Play hier. Ich will gar nicht aufhören. Aber es ist auch schon spät und morgen arbeiten. Warum kann so ein Scheißspiel nicht am Wochenende mal in die Beta releasen oder so? Nein, das muss immer irgendwie sein. Tut mir leid, ich bin gerade echt schwer beschäftigt. Erst der Sturm, dann der Bruchberg und niemand sagt mir, was ich tun soll. Oder bietet Hilfe. Arx schickt dich. Besser spät als nie. Zeig mal her. Oh, ich nehme nicht an, sie hat dir weitere Anweisungen mitgegeben. Typisch. Sie muss wohl über ihren Plan nachdenken. Ich werde alles tun, um erstes Licht auf den Ernstfall vorzubereiten. Hoffen wir, dass das ausreicht. Gut, die Aufseherin sieht den Ernst der Lage hier nicht, aber ich schon. Wir müssen sofort loslegen. Bist du etwa... Sieht so aus, als hättest du was auf dem Kasten. Natürlich, sagte sie das. Sehr gut. Es ergibt ja auch Sinn. Miete dir bei Gasthofbetreiberin Fairfax ein Zimmer. Beeile dich aber, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich beeile mich hier. Quest 1. Ach, ranzoomen halt hier, gleich gegenüber. Was ist da oben? Ja, hallo! Ist ja, wohnt da wer? Nein, da bin ich anscheinend. Was? Wie? Vielleicht hätte ich zuerst unten. Oh, hier. Vielleicht hätte ich mich zuerst unten umsehen sollen. Ein Meter? Null Meter? Ja, wo ist die Betreiberin? Ja, wo bist denn du? Ah! Mensch, alles da unten. Willkommen in der ewigen Fackel. Bei uns brennt immer Licht. Toll. Ein Zimmer? Dann sei mein Gast. Nicht wahr? Gästeregistrierung, passend zu Corona. Ja, will ich. So, sprich mit der Bontussi wieder. Die ist... da. Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst verduftet. Entschuldige bitte, wenn ich ungestüm wirke. Es ist nur so, dass das ein richtiger Notfall ist. Siehst du, du verstehst es. Aber warum tut Aufseherin Oaks das nicht? Ich hoffe, du bleibst noch etwas hier. Ja, ich bleib schon ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, je woanders zu leben als hier. Erstes Licht war einmal das erhabenste Gebiet von ganz Eternum. Passiert? Das ist eine lange Geschichte, aber früher quoll der Markt über vor Waren. Sieh mal im Handelsposten vorbei und sieh dir den traurigen Lagerstand selbst an. Überprüfe deinen verfügbaren Lagerplatz. So, Leute, das war's jetzt. Wenn das nicht mehr 100 Sachen machen, man. Ja. Ey, da gibt's Leute, die verkaufen schon wieder alles. Für wahrscheinlich zu viel. Eins, wie viel habe ich eigentlich? Sind das 284
90? Na, ja, kauf auf jeden Fall mal nicht irgendwelche Sachen. Öffne den Lagerschuppen. Gut, bevor ich da jetzt weitermache und gar nicht aufhöre, der Part schon viel zu lang ist. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalt's wieder ein. Wir spielen weiter hier. Jetzt ist mal der Anfang. Nachher geht's weiter mit Midgame, Endgame, aber das werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr hinbekommen jetzt in der Beta. Aber, Leute, da steht was vor uns. Mein Lagerschuppen, da ist nichts drin. Dann legen wir das mal rüber. Das kann man ja theoretisch irgendwie... Ja. Brauche ich hier alles nicht, so, passt. Tab, den Hut können wir mal anlegen. Ein Hut ist immer gut, dann wäre die Frisur auch egal gewesen wieder. Das brauchen wir nicht, das zerlegen wir. Schaut gut aus. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, dann verpasst nichts von der New World Beta. Und wie gesagt, was will er? Freundschaftsanfrage, das Freund von Beastie Boy erhalten. Ja, na sicher, Boy. Und auch von Timmy, also Specki. Gut, also Leute, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen und schreibt ein tolles Kommentar unter eines der zwei Videos, die es jetzt, wenn ihr das jetzt online gibt. Dann habe ich noch zwei, drei Keys über für die Beta. Bis zum nächsten Mal und